Keller von Sinnen. Titulierender. Oliver Welke, Sigal Boning und Bernhard Hoeger. Hier ist Genial daneben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Wir werden eine sehr lustige, entspannte und, wie ich auch hoffe, anspruchsvolle Stunde haben, denn die Fragen heute sind nicht ohne, meine Lieben. Ich finde es immer schön, was Herr unsere Weiler, Zuschauer so alles ein... Ich ja, bin ohne. Sie sind ohne. Ohne meine Platte. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Man hat meine Platte herausgenommen. Ich habe eine Titanplatte über meinem rechten Schlüsselbein gehabt. Und meine Damen und Herren, ich habe etwas Besonderes heute mitgebracht. Ihr Schlüsselbein? Genau. Wir haben bei der OP was verwechselt. Die Platte ist noch drin, das Schlüsselbein habe ich in der Hand. So sieht eine Platte aus, eine Titanplatte. Ich habe mich in der Zwischenzeit erkundigt, ich wollte wissen, was sie wert ist, und habe einen Titanhändler angerufen. Der hat aufgelegt, der zweite, den ich dann angerufen habe, der meinte 50 Euro ein Kilo. Das sind also, das sind so etwa 20 Cent, die ich in der Hand habe. Ja. Herzlich willkommen bei Gesundheitsmagazin Faktisch, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und erschreckend finde ich, das sind ganz normale Holzschrauben. Die haben die ungebohrt, haben die mir ins Schulter, in das Schlüsselbein reingebohrt. Ja. Ich habe mir Fotos von der Operation gegeben. Aber die zeigen Sie jetzt nicht? Ja. Nein. Hast du noch einen Nierenstein da oder irgend sowas? Den habe ich noch da. Soll ich den jetzt rausholen? Nee, oder möchtest du? Nachher. Sind jetzt die Löcher im Schlüsselbein noch drin? Nein, die sind nach 2 Tagen sind die zugewachsen. Narbengewebe ist noch da. Ich kriege morgen die Fäden gezogen. Und ich möchte mich ganz herzlich beim gesamten Krankenhauspersonal bedanken, dass sie mich so wohlhabend. Vor allen Dingen der Operateur ist Rechtsoperateur. Der schneidet nicht mit links. Das ist beruhigend, weil ich ja auch rechts das Problem hatte. Ich habe auch noch eine Frage. Bitte schön. Nach diesem unfassbar amüsanten und spannenden Vortrag von Herrn Hoeger. Darf ich das als Glück bringen heute? Herr Weiler, warum kriege ich diesen alten Ohrwurm von Hildegard Knef heute nicht aus der Hirse, wenn ich Sie anschaue? Welchen alte Wolf wird langsam grau. Wobei ich finde, dass Ihnen das eigentlich steht, weil es die eingefallenen Wangen so ein bisschen aufplustert. Nein, ich finde, das steht Ihnen wirklich. Ich frage mich aber, seit Stunden macht es Sie älter oder jünger? Was ich mich seit Stunden frage, ist das gewachsen oder hat sich die Haut zurückgezogen? Das so, jetzt Schluss. So, heute Frage. So, jetzt geht's los, meine Damen und Herren, denn Brigitte Weber aus Dortmund sitzt zu Hause schon vorm Fernsehapparat wie jeden Samstag und jeden Sonntag Vormittag um 9, weil sie denkt, wann bin ich endlich dran? Und jetzt sind Sie dran, Brigitte. Herzlich willkommen bei Genial daneben. Hier kommt Ihre Frage. Brigitte möchte wissen, warum stehen die Bewohner eines spanischen Dorfs unter verschiedenen Namen in 2 Telefonbüchern? Die einen wohnen in Villa Riba und die anderen in Villa Riba. Unter verschiedenen Namen, also ich zum Beispiel, Wiegald Boning, würde dann Lutz Müller heißen. Ich gebe euch noch eine kleine Information. Das Dorf heißt Cedillo, ist in Südspanien, hat knapp 600 Einwohner. Und neben dem offiziellen Telefonbuch gibt es dort ein 2. Telefonbuch, in dem die Teilnehmer unter einem anderen Namen verzeichnet sind als im offiziellen das Telefonbuch. Das ist eine Künstlerkolonie, wo sich abgehalfterte Schlagersänger niederlassen. Und damit man, so wie, die heißen ja bei uns auch, da hieß ja auch nicht Roy Rex Black, Gilde und Roy Black hieß ja auch anders. Möglicherweise haben die ein Künstlernamen-Telefonbuch und einen mit den echten Namen. Nein. Kann es sein, ich meine, es ist ja ein Dorf. Haben die einfach alle denselben Nachnamen, damit man die auseinanderhalten kann? Das gibt's in der Eifel auch. Ja, ja. 2000 Einwohner, 3 Nachnamen. Das ist alles. Nee. Okay, ja. Also, das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, ob wir sie lösen. Ich frage mich, sind die alle in einem Verein oder in einer bestimmten Vereinigung, wo die auch vielleicht so Codenamen haben oder neu getauft worden sind? Also, es gibt ja vielleicht so Vereine. Ne, wie die Kirche. Ja. Neuer Pastor, neuer Name. Du heißt jetzt so, fertig. So. Nee, ich dachte, dass die irgendwie jetzt Don Carlos oder die sind so Mitglieder von so einer Schauspielertruppe. Und haben da, oder die haben jedes Jahr vielleicht auch so ein Prozessionsfest oder so. Ja. Dann stehen die da unter Jesus, Maria und Josef in dem anderen Büchlein.
Aber das warum? Die müssen sich doch auch ihre normalen Namen nennen. Ist es vielleicht so, dass das, ich bin aus einer Zweisprachigkeit, Spanisch und Katalanisch. Ja, und ich sprach von Südspanien, aber Katalanisch im dann ist es halt Südspanisch und Mittelmeerisch. Das ist, ich bin, was sowas angeht, extrem flexibel. Aber dass es halt irgendwie zweisprachig ist, oder sind die an der Grenze vielleicht auch nicht? Zu, an der Grenze zu? Zu, zum Beispiel, ja, Frankreich, oder was wir auch noch hätten. Südspanien an der Grenze zu Frankreich, das wäre mir neu. Portugal. Ist das Afrika? Nö. Nee, Spanien. Ich bin ja, nein, ich meine die Grenze, ich bin ja, wie es in Erdkunde, kenne ich mich ja gar nicht aus. Aber er, weil er darauf rumreitet, gibt es eine Grenze bei Südspanien? Es gibt natürlich Gibraltar, dass sie also noch englische Namen haben sozusagen und da aus irgendeinem verwaltungstechnischen Grund mit von Gibraltar aus verwaltet werden. Ja. Oder es ist so Spanisch-Westsahara oder so etwas, gehört auch zu Spanien, da gibt es ein spanisches Telefonbuch und ein, keine Ahnung, was ist das da, marokkanisches? Macht mal in der Richtung weiter, ja. Dann gibt es Geld. Weil es falsch ist. Ja, oder gibt es Geld. So. Ja, ja. Ah, okay, gut. Es war früher so ein Gaunerdorf, wo sich ganz viele Leute zurückgezogen haben. Und, nee, das ist Marbella, was du jetzt okay. Und das ist so eine Art Filiale davon. So, da wohnen jetzt ganz viele Leute und früher war das ja unter den Gaunern dann so, dass die bestraft wurden vom Staat und denen die Zunge abgeschnitten wurde. Ehrlich, war das so? In Spanien? Das war so, in Spanien. Ganz früh in Südspanien. Ach, daher kommt auch die Sprache, und oder? Und da die dann das nicht so aussprechen konnten, heißen die nur noch Alright, haben die sämtliche S rausgestrichen aus dem Telefonbuch. Sämtliche S haben die rausgestrichen? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir mit Zunge, wir müssen doch auch telefonieren können. Ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht ist in dem zweiten Telefonbuch stehen all die Ledigen, die Unverheirateten drin. Damit das für die Spanner einfacher ist, direkt die richtige Nummer anzuhören. Das ist mein Service. Aber es sind ja die gleichen Leute, die nur unter zwei verschiedenen Namen da geführt werden. Die gleichen Leute. Mhm. Ist das der Test von der Telefongesellschaft, Telefonica? Ja. Die haben zum Beispiel jetzt ein neues Telefonbuch-Layout ausprobieren wollen und haben da ein Pilotprojekt mit den Bewohnern dieser Gemeinde gemacht. Die haben auch unentgeltlich neue Telefonanschlüsse gleich dazu geliefert gekriegt, als Honorar. Und einen neuen Namen eventuell auch. Sogenannten Deckel. Hier hinkt die Geschichte ein bisschen, aber wir sind apropos Telekom, sind eventuell in dem einen die Festnetzanschlüsse und in dem anderen die Handytelefonnummern drin? Aber die Namen sind ändern sich ja nicht. Was? Ach, die haben andere Namen. Ja, sorry. Wie wäre es denn? Es handelt sich dabei aber um so ein statistisches Verfahren, so eine Untersuchung, irgendeine Geschichte. Also, die Idee ist, dass die Telefonica hingeht. Wer? Die Telefonica. Martin Bang, für die Leute mit für die Leute mit aboperierten Zungen ist es L-O-N-I-A. Und dann wäre auch der Gaunen. Egal, auf jeden Fall, diesejenige, welche dort die Haupttelefongesellschaft vielleicht ist, untersucht auf diese Art und Weise, inwiefern die bei irgendwelchen Umfragen mit auftauchen, um Wahrscheinlichkeitsverteilungen auszuprobieren. Vielleicht gibt es Buchstaben, die im spanischen Alphabet unterrepräsentiert sind, die auf diese Art und Weise eine gewisse Gerechtigkeit bekommen. Also gibt es irgendeine... Welche Buchstaben wären denn das? Zum Beispiel das Ä. Das und das Ü. Das wiederum in der Türkei sehr überstrapaziert. Genau. Ich habe noch eine Idee. Und zwar, es handelt sich um ein Straßendorf, das nur an einer Seite mit Häusern versehen ist. An der anderen Seite ist die Steilküste. So, und durch die Häuser hindurch führt die Gemeindegrenze. Sodass also jeweils eine Haushälfte in diesem Straßendorf zum einen Verwaltungskreis gehört und ein eigenes Telefonbuch hat. Und die andere Hälfte gehört zum Landkreis, ja, was weiß ich. Und davon einen anderen Namen. Und jetzt erklärt der Wiegald, warum aus diesem Grunde die dann auch noch verschiedene Namen haben. Nee, das macht überhaupt nicht. Da hörst du immer auf an der Stelle. Da hörst du immer auf. Immer wenn es spannend wird. Wie wäre es denn, dass das eine Telefonbuch nur von den örtlichen Behörden benutzt wird, weil dieses Dorf mit seinen 600 Einwohnern ein Kronzeugendorf ist und die ganzen Leute unter besonderem Schutz stehen. Aber es ist toll, dass die Mafia dann mit den richtigen Namen arbeiten kann in dem zweiten Buch. Also, das offizielle Telefonbuch von Cedillo ist ein Telefonbuch wie jedes andere. Die Teilnehmer sind alphabetisch gelistet nach Familiennamen. Das ist ganz normal. Nur ist es aber in Cedillo seit Urzeiten so, dass sich alle Bewohner, alle 600, nur mit Spitznamen anreden. Oh, okay. Und die überwiegend älteren Bewohner von Cedillo können sich teilweise an die richtigen Namen ihrer Bekannten und Verwandten gar nicht mehr erinnern.
So, und deshalb gibt die Gemeinde seit einigen Jahren ein zweites Telefonbuch raus. Sortiert nach Straßen sind die Teilnehmer nicht mit ihren richtigen Namen, sondern mit ihrem Spitznamen aufgeführt. Zum Beispiel Echse, Mücke, Kartoffel, wie die so alle heißen. Und aus diesem Grunde hat CDU zwei Telefonbücher. Großartig. Brigitte Weber aus Dortmund, 500 Euro. Gratulation. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen nach Bayern. Dort wohnt Dieter Fuchs. Er wohnt in Karlsfeld. Dieter? Karlsfeld, da wohnt auch meine Tante Helma. Grüße nach Karlsfeld. Also, Dieter Fuchs aus Karlsfeld möchte wissen, was ist eine Sitzbagatelle? Sitzbagatelle. Eine Sitzbagatelle. Also eine Bagatelle ist etwas Unwichtiges, ne? Ja. Eine Bagatelle ist etwas... Geht mir am Arsch vorbei. Geht mir am Arsch vorbei. Eine Sitzbagatelle könnte eine nicht aufgestellte Parkbank sein. Wo? Überall. Eben eine Bank. Ich sag's nochmal. Ich brauche ja eigentlich überall Bänke. Ich bewege mich ja nur von Bank zu Bank. Zum Beispiel, wenn wir ein Minigolf-Turnier machen. Ja. Wie wir es ja nächsten Samstag machen, Herr Walder. Dann gehe ich ja nur von Bank zu Bank. Ja. Und wie oft ärgere ich mich, wenn. Wenn da keine Bank ist. Wenn da keine Bank ist. Wenn sie auf die Fresse fallen. Danke. Also ist eine Sitzbagatelle eine Bank, die es nicht gibt. Also praktisch haben wir überall, wo keine Bänke sind, sind überall Sitzbagatellen. Genau. Frédéric Chopin, da gibt es ja allerhand obskure Tänze, die er wieder ausgegraben hat. Sitzbagatelle würde ich auch mal einordnen als einen volkstümlichen Tanz. Im Sitzen. Im Sitzen eben. Wie geht die denn? Ich habe noch eine offene Wunde, weil ich habe ja meine Platte rausbekommen. Oh. Was? Erzählt, oder? Wie funktioniert die denn? Pass auf, du singst, ich mach die Sitzbagatelle dazu. Ah, das ist gar nicht schlimm mit der Verletzung. Geht das hier? Ich kann auch. Okay, also, was singe ich jetzt? Ja, du machst ein Lied von Chopin, das Sitzbagatellen-Klavierstück. Opus 4. Chopin war das. Bayern. Karlsfeld. So sei doch auf dem Berg der Mann, der auf den Schenken klatschen kann. Und so, so sei sein Fuß der Schmerzen los. Okay. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, gibt es auch eine Stehbagatelle respektive ein Sitzdrama? Ich wollte nur ganz kurz fragen, ganz kurz, was hatte das jetzt mit Chopin zu tun? Sah einfach gut aus. Ach so, ja. Ah, es ist ein Bagatellschaden, auf dem der Geschädigte drauf sitzen bleibt, weil er zu klein ist, dass er von einer Versicherung bezahlt wird. Ja, das ist gut. Der Geschädigte oder der Schaden? Das ist mir egal, das, was richtig ist. Finde ich sehr gut, stimmt. Der Geschädigte ist. Ist das richtig? Der den Schaden verursacht hat. Keiner von beiden. Der den Schaden hat, bleibt auf dem Schaden sitzen. Alles Quatsch. Okay, sind wir beim Militär. Was machen wir denn da? Es gibt ja Flurschäden. Ach so. Vielleicht gibt es eben auch Sitzbagatell oder vielleicht bei einem Sitzstreik. Es heißt ja nicht, Sitzbagatellschaden, sondern Sitzbagatelle. Ja, ja. Vielleicht nach einem Sitzstreik, wenn irgendwie das Gras niedergedrückt wurde. Sind wir uns denn eigentlich alle einig, dass Bagatelle, wenn wir das jetzt mal wörtlich übersetzen, so nichtige Kleinigkeit bedeutet? Du bist dir nämlich nicht sicher. Lass deine Gefühle raus. Was bedeutet das wirklich? Kochkunst. Ich würde mal sagen, eine Abwandlung des Amuse-Girl, bei dem zum Beispiel... Ne, Kleinigkeit geht auch wieder. Also bleibt mal bei Bagatelle als das, was wir alle glauben, was es ist. Ja. Sitzbagatelle ist eine Ein-Mann-Demo. Ein Mann kettet sich fest und bleibt sitzen. Und dann sagt die Polizei, okay, komm, hau ab, geh nach Hause. Wie Christian Anders, nackend vom Gefängnis. Zum Beispiel. Und dann bleibt man einfach sitzen, die Polizei schickt ihn nach Hause, komm, weg, Bagatelle, reden wir nicht weiter drüber, brauchen wir jetzt keinen Staatsanwalt zu beschäftigen. Ist eine Sitzbagatelle vielleicht so ein ganz simpler Stuhl, so ein Melkschemel, den man sich an den Arsch bindet und wenn man es falsch macht, tut's weh? Ach so, wie so ein Angler. Das ist ein Melkschemel. Klappschemel. Ja. Oder es ist ein Bundestagsabgeordneter, der einen Sitz in der Fraktion hat und einfach immer einschläft bei den Sitzungen. Der sich auch nie mehr... Das ist so ein Bagatellpolitiker, der nie was zu sagen hat. Aha. Schöne Idee. Sitzen, aber leider falsch. Leider falsch. Sitzen sagt man ja auch im Gefängnis, also im Sitzbagatelle eine sehr kurze Gefängnisstrafe auf Bewährung. Oder für eine Bagatelle einsitzend, genau. Zum Beispiel auch. Das ist eine Sitzbagatelle. Naja, man kann doch. Ist zwar eine Bagatelle, aber man muss trotzdem ins Gefängnis. Ja. Oder man hat einen Sitzen, also man hat einen getrunken. Aber nur einen. Ein sehr kleiner Schnaps, der aber dazu führt. Sitzbagatelle. Oder geht es um die Belegung? Von Theatersälen zum Beispiel, wenn also keine genügende Auslastung ist in einem Konzertsaal oder in einem Theater. Dann ist nicht ausverkauft. Genau. Ist das nicht dann sagt der Direktor, wir haben heute eine Sitzbagatellenvorstellung. Wenn eine Sitzbagatelle eine sitzende Kleinigkeit ist.
So weit wie Sie. Den hast du provoziert. Ja, aber die, ja, selber schuld. Eine Sitzbarzelle. Ja. Nein, Quatsch. Man sagt ja auch, der Bus hat gesagt, der Sitz, sagt man ja auch, die Hose sitzt gut oder das Kleid hat einen flotten Sitz oder so. Eine Sitzbagatelle. Ja, der Schneider sagt, das Kleid, in den 50ern vielleicht. Das Kleid hat aber einen flotten Sitz, mein Fräulein. Gnädige Frau. Wenn jetzt das Kleid aber nicht ganz so sitzt, weil eine Naht so 2 mm zu tief sitzt, dann spricht der Schneider im Fachjargon von der Sitzbagatelle. Das ist nicht so schlimm. Das macht der nicht. Macht der nicht. Hatten doch, Medizin hatten wir ja ausgeschlossen. Ne? Genau. Dann wer hatte das ausgeschlossen? Sie. Nein, ich hatte das auf Ihre Frage hin ausgeschlossen. War ich das dann? Ja, und dann haben Sie Ja gesagt, obwohl ich Nein gesagt habe. Was Sie ja mit Ja gesagt haben, was Helle eine Antwort gab. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Ich schlage Jägerei vor. Bitte wen? Jägerei. Der Hochsitz. Ja. Vielleicht ist eine Sitzbagatelle irgendwie ein kleines Hilfsmittel bei der Jagd. Ein kleines Hilfsmittel. Kugel. Oder Kugel. Wenn man vielleicht... Ah, hast du die Sitzbagatelle mit? Ja. Oder doch nochmal Juristerei. Also Bagatelle als juristischer Begriff. Das, für manche Sachen setzt sich der Richter überhaupt noch hin. Und bei anderen lohnt sich gar nicht, dass er sich hinsetzt, weil er im Stehen sagt, 10 Jahre Knast, tschüss, das war's für heute. Ja. Hat es was mit Gerichten zu tun? Eher nicht, nein. Das ist ein altmodisches Wort für Verstopfung. Aber das ist ja keine Bagatelle. Ich weiß nicht, von der Sprecher. Nein, das ist aber nichts dabei doch schon etwas größeres Problem. Ja. Ich möchte noch mal zurückkommen auf Poesie, Kultur als Kurzform eines Sonetts 15. Jahrhundert, bei dem die Reime aufeinander sitzen. Also, wenn man jetzt 5 Zeilen hat, jeweils aus 5 Wörtern bestehen, dann sitzen die Laute, die sich einander reimen, direkt übereinander. Ja. Verstehen Sie mich? Nein. Sie sitzen alle übereinander? Ja. Und reimen sie alle auf dasselbe? Heu, moi, scheu, goi. Also der Wiegald, der ist heute nicht neu. Ja. Zum Antworten ist er nicht scheu. Zum Frühstück bekam er heute Heu. Heu, heu, heu. Wirklich heu. Ist das eine Sitzbagatelle? Nee, das ist Schwachsinn. Ja. Das ist Medikamentenmissbrauch. Gibt es diesen Begriff zum Beispiel im Sport? Ich denke vielleicht an Ruder- oder Kanusport. Eine Sportart, irgendeine oder beim Bobfahren, die im Sitzen betrieben wird. Wo wäre denn da jetzt die Sitzbagatelle? Hockey, Strafsitzen, 2 Minuten auf der Bank. Bagatelle, man wird nicht gesperrt, sondern muss nur kurz sitzen am Rand. Jetzt sage ich es euch. Die sogenannte Sitzbagatelle ist eine Erfindung der Stadtverwaltung München. Will man in München Außengastronomie betreiben, ist das ein Riesenakt. Zahlreiche Auflagen muss man erfüllen, bevor man okay bekommt. Und neuerdings gibt es so eine unbürokratische Ausnahmeregelung, und zwar für Bäcker, Konditoren, Metzger. Die wollen einfach nur so ein paar kleine Tische draußen hinstellen, wo man auch jetzt kein Alkohol bekommt, wo auch nicht bedient wird. Die holen sich dann so ein kleines Schnitzelchen, essen das. Und das sind in der Regel Bistrotische. So kleine. Es geht also um eine Stehbagatelle. Nein, sitzen. Die sitzen. Die sitzen. So, wenn man so etwas machen will, dann wird man von einem aufwendigen Genehmigungsverfahren befreit. Und weil es um eine Gastronomie mit nur ein paar Sitzplätzen geht, was einer Bagatelle gleichkommt, spricht die Münchner Stadtverwaltung bei so einem Antrag von einer Sitzbagatelle. Ist es nicht schön, dass wir immer wieder Wörter finden für Sachen, die es gar nicht nötig haben? Ist ja auch wurscht. Dieter Fuchs aus Karlsfeld, 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, wir freuen uns immer ungemein und richtig doll und wahnsinnig, wenn wir so schöne Fragen von Ihnen bekommen. Die Redaktion springt immer vor Freude in die Höhe und deswegen möchte ich Sie aufrufen, uns Fragen zu schicken. 50616, genial daneben, 50616 Köln, unsere Adresse. 01378-1120, unsere Telefonnummer, Fragen @genialdaneben. Unsere E-Mail, @genialdaneben.de natürlich, wissen Sie. Oder aber Sie kommen einfach zu uns. Das können Sie natürlich auch machen. Wir sitzen in Hürth-Kalkscheuren. Das ist eine Großstadt mit 6 Millionen Einwohnern. Zwei Telefonbücher. Dort finden Sie uns. Und Kim Martin kommt aus Esch-Alzett. Das ist in Luxemburg. Kim, wo sind Sie? Wo? Da, auf der Treppe. Kim aus Luxemburg, schön, wie ist es? Gut, alles an der Reihe? Ja, okay, gut. Also, und Kim möchte Folgendes wissen. Was ist ein Zombie-Prozess? Zombie-Prozess? Ja. Jede Gerichtsshow im deutschen Fernsehen. Also, was ist ein Zombie-Prozess? Zombie-lebende Tote sind das, nicht? Ja. Bei einem Zombie-Prozess handelt es sich um einen Prozess, wo
Taten längst Verstorbener und die vielleicht sogar auch verurteilt werden, weil es sich um dann noch versicherungstechnische Nachzahlungen oder Sondergleichen handelt. So. Was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir nicht in einem Gerichtssaal sind? Es geht also nicht um einen Prozess, um eine Gerichtsverhandlung, sondern es geht um eine Entwicklung, einen Prozess. Ja. Eine Sekunde. Nein. Ja. Es geht um einen Prozess. Ich rede nur zum Beispiel von Baumsterben. Also Bäume, die zum Beispiel vor sich hin faulen oder sterben. Und es sind lebende Tote letztendlich. Und sie befinden sich in einem großen Waldgebiet und müssen irgendwann entsorgt werden, damit dann neue Bäume gepflanzt werden können. Also Prozess im Sinne von Entwicklung. Also wären wir jetzt in der Forstwirtschaft, oder war das ja nur ein Beispiel? Ja, in dem Fall ja. Dann würde ich mal dort bleiben, dann gibt es ganz schnell Geld. So, wie ist denn das? Ich kenne mich da jetzt nicht aus. In der Bar, der Zombie ist ja auch ein Cocktail. Worauf steht denn der? Vielleicht, wenn man diese Bestandteile miteinander mixt, vielleicht gibt es eine chemische Reaktion, die von Chemikern im Zombie-Prozess genannt wird. Wer von euch trinkt gern Cocktails? Also was könnte da drin sein in so einem Zombie? Blausäure, Salzsäure? Und Rum? Und das Übliche, was man auf einem Friedhof findet. Natürlich. Friedhof. Wenn du mit so viel Zombies im Auto fährst, gibt es einen Prozess. Ja. Ja. Geht es vielleicht um die Umbettung von Gräbern beim Zombie-Prozess? Ja. Und zwar ist es der Prozess, den zum Beispiel bei einer Braunkohleabgrabung, super Fachwort, Abgrabung. Was ist denn eine Braunkohleabgrabung? Ja, wenn so ein Braunkohlebagger immer weiter gräbt und dann werden manchmal ganze Dörfer verlegt, mit ihnen die Friedhöfe. Mit und das, mir? Nein, Herr Walder, manche lässt man einfach da. Und wenn dann so ein Friedhof bedroht wird, dann werden ja die Gräber verlegt und vielleicht ist der Prozess der Leichenverlagerung, vielleicht bezeichnet man den als Zombie-Prozess. Ich glaube nicht, dass man da sowas machen würde. Das macht man. Ja, wo denn? Bei Jülich, im Braunkohlegebiet. Da werden Gräber ausgehoben, weil die Dörfer... Ja, aber die bezeichnet man nicht so. Ja, die Jülicher bezeichnen sich auch nicht als Zombies, aber das ist ja auch... Ich denke, Zombie-Prozess ist einfach eine Wortschöpfung der Kosmetikindustrie. Das ist das Gegenteil von Anti-Aging. Das ist das, was passiert, wenn du die Gesichtscreme von Uschi Glas benutzt. Also bleiben noch Sie unter dem Zombie-Prozess. Ja, nehmen Sie jetzt Anti-Aging und Sie sehen sofort 5 Jahre. Das ist gut. Beschleunigung des Alters. Sag's nochmal. Ja, Beschleunigung des Alters. Flugzeugforschung. Beim Zombie-Prozess werden Flugzeuge in Hallen Temperaturen und Belastungen ausgesetzt, die innerhalb von einem Jahr die Belastung von mehreren Jahrzehnten Flugbelastung austesten und anzeigen. Sie da lächelt, das ist ein gutes Zeichen für dich übrigens. Warum? Warum soll man sowas machen? Damit man vorher weiß, ob der abstürzt. Ja. Ja, Langzeitbelastungen testet man damit. Aber hat das mit Alterungsprozessen im Wald, also Zombies, ein Zombie ist ja ein Toter, dem keiner gesagt hat, dass er tot ist. Genau. Geht es um Altern im weitesten Sinne? Nein. Gut. Also das schließen wir mal aus. Aber Prozessgericht, da sind wir doch richtig. Da seid ihr völlig falsch. So. Aber könnten wir nicht zum Beispiel nach all den Jahren mal wieder in der Kaninchenzucht sein? Oder überhaupt es gibt doch so lustige Tiere, die zum Beispiel... Sie haben so ein Wort noch nicht erwähnt. Was denn? Schmetterling! Schmetterling sind wir bei den Schmetterlingen. Nein, aber es gibt ja wirklich Tiere, die so eine Totenkopfzeichnung zum Beispiel haben. Ja. Und vielleicht gibt es da so Zuchtziele. Weißt du, dass man so oft zwei Rassen kreuzt, damit das, was dabei rauskommt, eine Art Totenkopfzeichnung auf dem Kopf hat. Und das ist dann der Prozess Zombie. Die Tiere leben ja, haben aber einen Schädel, eine Schädelzeichnung auf dem Fell. Welche Tiere wären das denn? Kaninchen! Wir gehen mal wieder weg von den Katzen, Tieren. Katzen, Schafe, Kühe. Also Tierzucht. Was Pflanzen, Herr Ball. Pflanzen. Was Tote ja auch auszeichnet nach einiger Zeit, ist ein strenger Geruch. Also wenn man zum Beispiel ein paar Tage nicht dazu kommt, sich zu waschen, dass man dann sagt, Mann, ich habe hier einen Zombie-Prozess unter dem Arm. Der ist ein Zombie-Prozess am Laufen. So, was ist denn der Prozess noch? Also Verfahren ist natürlich also eine Abfolge von Tätigkeiten. Sind wir ja doch im Gerichtssaal. Also sind wir in der Juristerei, Herr Bader? Nein. In der Juristerei. Kim, sind wir in der Juristerei? Eher nicht, ne? Nein. Eher nicht. Nein, sind wir nicht. Darfst du jetzt mitspielen oder was? Dann hilf doch uns! Zombie-Prozess ist vielleicht so ein Verfahren bei Haribo, wenn die neue Gummitiere erfinden. Die werden aber nicht aus Leichenteilen hergestellt, hoffentlich. Natürlich, patiniert. Beräuchern von Ölgemälden. Entschuldigung, die Kim kommt aus Luxemburg. Aus Luxemburg, aus SHZ. Ist das ein luxemburgerischer Ausdruck? Nein. Nein, Zombie ist das, was wir alle kennen. Wie ihr schon richtig gesagt habt.
Ist das ein Prozess, ein Verfall von einem kleinen Programmkino, was einst so Alexander Kluge-Filme zeigte und jetzt immer mehr verfällt immer mehr Zombie-Filme und immer mehr Zombie-Filme zeigen muss, damit überhaupt noch jemand das hört man oft, die Geschichte. Ich glaube, ich werde es euch sagen und wir werden die Kimmer lösen. ZDF. Zombie-Prozess hat nichts mit dem ZDF zu tun. Zombie-Prozess ist ein Begriff aus der Informatik. Es geht um Computer. Also ich mache mal ein Beispiel. Hoeker schreibt gerade seine Memoiren. Ja? Und die dazu, halbe Seite habe ich schnell voll. Ja. Und dazu nutzt er natürlich Word. Und jetzt ist er fertig, beendet das Programm und macht jetzt irgendwas anderes an seinem Rechner. Und plötzlich wird sein Computer immer langsamer. Und der Grund dafür kann sein, dass sich das Programm nur augenscheinlich geschlossen hat. In Wahrheit kämpft der Speicher des Computers noch mit den Überresten von Word. Die Anwendung ist also noch teilweise aktiv, ohne dass Bernhard das sieht. Das kostet Speicherplatz, der Rechner wird also langsamer und im schlimmsten Fall stürzt er ab. Zombie-Prozess heißt sowas, weil es sich hierbei um einen untoten Vorgang handelt. Das ist der Zombie-Prozess. Kim Martin, 500 Euro, Gratulation. Sehr schön. Ich habe noch nie mein Leben gehört. Jetzt gehen wir mal nach Karlsdorf, das liegt in Österreich. Und ich begrüße Maximilian Koschow, der wohnt nämlich dort in Österreich, in Karlsdorf. Sehr interessante Frage, hört genau zu. Warum läuft in Florida jeden Tag ein Mann durch die Gegend, der eine Klimaanlage auf dem Rücken trägt? Gut, Florida ist ja auch sowas wie ein Zombie-Prozess. Das heißt, da wohnen ja sehr viele ältere Menschen. Und Howard Carpenter. Vielleicht haben sie dem, vielleicht ist er aus seiner Wohnung rausgeflogen und durfte nur die Klimaanlage behalten oder so. Kleine Information, der Mann bewegt sich auf einem begrenzten Raum in Florida. Täglich von 11 bis 17 Uhr. Schnallt er sich pro Stunde für jeweils 20 Minuten eine Klimaanlage auf den Rücken und läuft damit durch die Gegend. Warum macht er das? Ja, der schnallt sich die nur für 20 Minuten auf jeden Tag von 11 bis 17 Uhr immer, schnallt er sich pro Stunde für jeweils 20 Minuten die Klimaanlage auf den Rücken. Also pro Stunde 20 Minuten, von 11 bis 17 Uhr. Das ist eine Serviceleistung. Der pustet damit Leute, die unter Hitze leiden, für ein paar Minuten voll und die geben ihm dafür Geld. Zum Beispiel auf Minigolfplätzen oder wo gerne mal ein Senior oder eine Seniorin einen Schwächeanfall erleidet, weil die Luft dort stickig ist. Die pustet man damit der Klimaanlage zu. Ja, genau, ja. 11 bis 17 Uhr. Vielleicht auch 11 bis 17 Uhr. Lange Schlangen am Eingang zu Disney World in Orlando zum Beispiel. Freizeitpark. Sowas in der Art. Da gibt es ja auch Mickey Mouse, läuft da ja auch rum. Ah, das ist Mickey Mouse höchstpersönlich. Die hat unterm Kostüm, weil zu heiß ist in Florida noch eine Klimaanlage und die läuft, weil sonst die Mickey Maus umkippt. Die Klimaanlage ist sichtbar. Dann ist es Goofy. Weder Mickey Maus noch Goofy. Aber es hat was mit der Kühlung von Menschen zu tun. Es hat was mit der Kühlung von Menschen. Hier ist es vielleicht auf einem Parkplatz, wo damit die Mütter in Ruhe einkaufen können, lassen die ihre Kinder im Auto. Bei geschlossenen Scheiben. Genau, und regelmäßig kommt dann der eine vorbei, hinter den Auspuff, und flutet einmal das Auto. In den Auspuff? Ja, wie soll der denn sonst mit der Frischluft da reinkommen? Das weiß ich doch nicht. Ja, das weiß der auch nicht, und deshalb nimmt er den Auspuff. Und dann flutet er so... Vielleicht ist es aber vor einem Supermarkt für Hunde, die draußen bleiben müssen. Es ist für die Hunde, die da sitzen, dass die Luft zugefächelt bekommen. Das ist eine Schutzmaßnahme gegen Alligatoren. Florida, berühmt-berüchtigt durch die vielen Alligatoren, die überall rumlaufen. Was wenige wissen, Alligatoren vertragen kalte Luft überhaupt nicht. Ein Alligator kurz davor ist, jetzt zum Beispiel einen deutschen Touristen in die Wade zu beißen... einfach nur ganz schnell eine Klimaanlage schnappen und auf den Alligator. Genau, das wollte ich sagen. Der Alligator oder aber, das ist eine Werbemaßnahme vor einem Geschäft für Klimaanlagen. Ganz also, einfach. Das ist noch so typische Studentenjobs, dass man sich als Schweizer Käse verkleiden muss oder so etwas und rennt und der muss halt eine Klimaanlage stellen. Hatten wir nicht mal so eine lustige Frage, wo in Florida irgendwelche Tierchen unter parkenden Autos Schatten suchten? In Südafrika, es waren Pinguine. So war es. Ja. Also acht Stunden sind das, nicht? Von 11 bis 17 Uhr pro Stunde 20 Minuten. Eine Arbeitszeit. Es geht um Leute, die arbeiten. Zum Beispiel auf der Autobahn dort die Fahrbahndecke reparieren. Und laut gewerkschaftlicher Einigung, die man irgendwann mal erzielt hat, muss eine bestimmte Temperatur erzielt werden, weil man sonst nicht mehr arbeiten kann. Aha. Haben die vielleicht was wie eine Schokoladenstatue von Bushs Bruder da? Und die schmilzt halt so nach. Die schmilzt halt weg. Die hält 40 Minuten, dann wird's echt bitter. Also gut, ist halt Bitterschokolade. Aber egal. Und alle, dann hat einer 20 Minuten, muss einer davor stehen. Ich finde das aber auch sehr gut. Das ist nämlich nicht, der ist nicht draußen, der ist in einer Fabrik. Nee, der ist draußen. Die haben da so eine Eiswelt aufgebaut. Das gibt's ja, diese Bildhauer, die in Eis so Skulpturen machen. In Florida. Ist ein blöder Platz jetzt, aber sie haben's nur mal dahin gebaut. Ist so. Mit Pinguinen und die müssen halt immer wieder bestäubt werden und mit Kälte.
Und dann überleben die und die Skulptur überlebt auch. Und die wird jeden Tag neu gemacht. Und, aber nur von 11 bis 17 Uhr. Danach ist es okay. Ja, dann kommen ja keine Touristen mehr, weil es so heiß ist. Das sind die heißesten Stunden. Ist das ein Zuhälter? Ein Zuhälter? Nein, das ist ein Kalthälter. Jetzt bin ich gespannt, was hat das jetzt mit der Klimaanlage zu tun? Ja, der will es den Mädels da auf dem Straßenstrich einfach frisch machen. Ah, das, damit die nicht zu heiß werden, verstehst du? Das, könnte so eine, das größte Gebäude der Welt gibt es natürlich auch in Florida. Und zwar ist das diese Montagehalle für die Raketen auf dem Kennedy Space Center. Vielleicht lässt sich das nur auf diese Weise einigermaßen... Bleiben wir mal beim Kennedy Space Center. Ja, genau. Das wollte ich ja sagen. Das wär, und ja, zwar die Straße, die schmilzt, wenn sie zu heiß wird, der Teer. Auf dem dann später das Space Shuttle rausgefahren wird. Da kommt dann einer mit der Klimaanlage. Kühlt das nicht? Ja, weil dieses Raupenfahrzeug bewegt sich ja sehr langsam. Das heißt, man läuft vorne weg, mit der Kühlanlage um was den. Was gibt's denn noch auf dem Kennedy? Besucher! Also Autos. Parkplätze. Regierungsbeamte, da demonstriert er gegen die Klimaerwärmung. Raketen. Sicherheitsmaßnahmen. Die, wenn die üben in ihren Astronautenanzügen, dass die keinen Hitzschlag Menschen kriegen. Menschen in Uniformen. Trainingscenter, ja. Die üben nicht, sondern. Das sind die Astronauten. Nein. Das sind die Techniker, die Astronautenanzüge ausprobieren müssen. Nein. Ja, Moment mal, also es geht aber um die Astronauten. Astronauten. Ja. Also Materialien werden Temperaturunterschieden bevor ausgesetzt. Bevor die Astronauten mit ihren Astronautenanzügen in das Shuttle gehen können, die gehen müssen ja die irgendwo Tag draußen warten. Und jeden Tag von 11 bis 17 Uhr warten. Material. Nein, ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Er kühlt die Landebahn, den Asphalt der Landebahn einfach ab, damit es nicht schmilzt, zur Verformung kommt und wenn das Ding dann landet, keine Unfälle. Mit einer Klimaanlage auf dem Rücken. Das ist eine sehr gute Klimaanlage. Man braucht das Geld fürs Schutzschild. Nein, aber es geht um die Astronautenanzüge. Kühlt der läuft immer mit den Astronauten. Also der gekühlt, bitte? Der läuft immer hinter den Astronauten her, weil wenn die jetzt draußen sind. Die trainieren natürlich auch, selbst wenn die... Wenn die einen Raum wechseln oder sowas, dann laufen die halt so über die Straße. Und wenn rot ist, bleiben die stehen. Jetzt dann ist denen heiß. Die wollen auch mal eine rauchen. Und in den nicht 20 Minuten... Aber die Klimaanlage lässt sich anschließen an die Anzüge. So, dass man also mit so einem Schlauch Frischluft... Pumpt dich das so auf? Dann, oder? Soll ich euch sagen? Ja, sind ja Zuschauer. Ihr seid kurz davor. Touristen. Ja, und? Was machen die? Eben, die warten. Die gucken sich das an. Die stehen da und wie gucken die sich denn an? Die Raketen. Den Start, einen Start, eine Brennkammer. Auf der, ja, auf der Tribüne oder sie schauen das sich... Das Gebäude, das Gebäude. Alte Raketen kann man da angucken. Die warten auf den Aufzug. Nein, auf die warten. Also, die wollen rein. Was guckt man sich an? Man will in eine Halle rein oder man steht draußen? Die kann man nur so Raketen. Also, draußen vor dem Gebäude stehen Touristen und warten. Man darf vielleicht. Essen da. Die haben dann im. Hallo! Fritten mit Mayo! Nein, oder? Oder aber, wenn das nein, hier, letzte Chance. Man muss den Touristen noch irgendwas bieten. Vielleicht gehört es dazu, dass man, diese ausrangierten Anzüge auch mal anziehen darf. Und damit da keiner tot umfällt, müssen die dann gekühlt noch werden. Ist das so, dass die wie im Disneyland in Lines stehen, die anstehen? Kann auch sein, aber das ist doch der bietet das einfach an. Da kann man hingehen und sich mal was kurz kann man als Tourist dort machen? Eis essen. Man darf in Astronautenanzügen sich fotografieren lassen. Nein, nicht in Astronautenanzügen. Neben. Da, vor, hinter, da drüber, da drunter. Ja. Unter. Daneben. Und da drin ist aber einer, der dazugehört. Also, es gibt einen Studenten in Florida, der Agrarwissenschaften zum Beispiel. Und der ist in einem Astronautenanzug, damit sich ein Tourist daneben fotografieren lassen kann. Und damit der Mann der Agrarwissenschaften nicht stirbt, wird der gekühlt. Und hat auf dem Rücken anstelle des Sauerstoffs genau eine Klimaanlage. Richtig. Ja. Dieser Mann, Student, wer auch immer, steckt in einem Astronautenkostüm, einer vollständigen Tracht, wie die Astronauten anhaben. Touristen können sich mit ihm fotografieren lassen. Der würde das keine 10 Minuten durchhalten bei der Hitze. Deswegen hat er auf dem Rücken eine Klimaanlage, die ihn selber kühlt. Richtige Antwort. So sieht's aus. Ja, Maximilian Koschu, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt kein Geld. Meine Damen und Herren, wir machen ein klein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren.
und Herren, jetzt gehen wir mal nach Stockstadt am Rhein. Das liegt in Hessen. Dort wohnt Joachim Esser. Und Joachim Esser möchte wissen, was ist das Bremer Loch? Das Bremer Loch. Das hab ich schon mal gehört. Ja, sind wir im Menschenhandel? Nein. Nee, Krefelder Kissen. Was ist das Bremer Loch? Das ist Boning kommt aus Wildeshausen, das ist eben nicht weit weg von Bremen. Ich habe auch mal in Bremen, da habe ich ja Zivildienst gemacht. So. Könnte ich von daher kennen. Das Bremer Loch? Hast du da mal jemanden getroffen, wo du ist das... Ist das eine Tautologie? Also Bremer Loch, Bremen, Loch, beides, also doppeldeutige... Wieso heißt denn Bremen Loch? Naja... Waren Sie schon mal in Bremen? Das ist eine Tautologie. Das ist doch, wenn man. Zweimal das weiße Schimmel. Ein weißer Schimmel. Wobei der weiße Schimmel, das möchte ich kurz erwähnen, in diesem Fall falsch ist, weil die schwarz auf die Welt kommen. Also, Bremer Loch. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn Sie von den Bremer Stadtmusikanten der Hahn da oben mal auf die Socken macht. Oder Teilzeitarbeit als Wetterhahn annimmt, ist da sowas von Loch in diesem Denkmal. Das ist das Bremer Loch, Herr Walder. Das ist nicht das Bremer Loch. Also mit einem Wetterphänomen zu tun. Ja, Luftfahrt. Kleine Information für euch, vielleicht habt ihr es dann leichter. Okay. Herr Wiegald kann es gar nicht kennen. Das Bremer Loch gibt es seit Juli 2007. Also seit... Ach. Seitdem einem Monat. Ah! Ein Schmetterling! Das sieht aus wie ein Loch. Natürlich. Ist das eine Baugrube? Ja, genau. So was ist das? Eine Baugrube. Ich kann mich erinnern, in München, da ist vor 15 Jahren mal so ein Bus eingebrochen. Ja. Plötzlich gab das Erdreich nach und dann war da so ein Riesenloch. Ich lese jetzt im Weser-Kurier nicht so regelmäßig. Gab es in Bremen jetzt auch so einen Vorfall? Wer ist denn da eingebrochen? Klose. Nein. Fahrrad. Fahrrad, ja. Fahrrad. 50 Meter Krater, das ist das Bremer Loch. Vielleicht auf dem Gelände einer Werft... wie komme ich auf Werft? Keine Ahnung. Ja. Sonst nichts einfällt zu Bremen. Ja, wahrscheinlich. Doch. Also vielleicht jetzt, also es gibt ein Bonner Loch, das ist halt so eine U-Bahn-Einfahrt. Also so ein Loch, wo man runtergeht, um in die U-Bahn zu kommen. Ach, aber das nennt man Bonner Loch. Ja, aber was wollen die in Bremen mit einer Bonner U-Bahn? Ist das ein neu kreiertes Teilchen? Ja, also was denn? Ja, so ein leckerer kleiner Donut, so ein ganz besonders leckerer, eben so mit einem Loch drin. Ah. Und da hat ein Bremer Konditor hat damit Preise eingeheimst und seitdem gibt es jetzt das Bremer Loch. Ist das eine wissenschaftliche Einrichtung, analog zum Fallturm, der in Bremen ist, mit dem man ja jeweils für 3-4 Sekunden Schwerelosigkeit erzeugen kann, dass der sozusagen vertieft wurde noch ums Loch? Erdwärme oder sowas, dass sie da ganz die tiefste deutsche Bohrung oder sowas. Wie groß wäre das Loch denn dann? 100 Meter. Im Durchmesser? Nee, in der Tiefe. Also Durchmesser ist 1000. Und Durchmesser? 2500. Meter. Ist das überbaut natürlich. Ja, sind wir vielleicht in Bremen? Ist eine Marmorplatte oben drüber gelegt. Ist denn das Bremer Loch überhaupt in Bremen? Das fehlt noch. Ah, ist es doch, weil dann hätte ich gerade vielleicht in der Astronomie, dass ein Bremer Sternengucker das entdeckt hat. Nee, ist in Bremen. Ist in Bremen. Und zwar genau vor dem Bremer Landtag. Ach. Ja. Ist das ein Symbol? Und zwar haben die vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie hoch Bremen verschuldet ist. Aber vielleicht ist es einfach ein Künstler ein Mahnmal, eine Kasse davor gebaut mit einem Loch drin, die Haushaltskasse. Mhm. Und das nennt man das Bremer Loch quasi, sowas in der Art. So als Haushaltsloch. In Berlin zum Beispiel eine Schlucht oder so. Aber es ist ein Kunstwerk. Es ist kein Kunstwerk. Aber sexy. Ist es ein Denkmal? Eine Installation. Nein, es hat einen praktischen Sinn. Wenn man da durchguckt, ist etwas im Visier dieses Da sollen Loch. Leute reinfallen. Kann man da was reinwerfen? Ja. Geld kann man da Geld reinwerfen? Ja. Den Haushalt um den Haushalt zu sanieren. Für die Bildung? Nein. Man kann was reinwerfen, Geld reinwerfen. Das Bremer Loch, kann man um da die vielleicht... Partnerstadt ist das vielleicht eine Demokratisierung? Man kann dort Vorschläge direkt einwerfen für den anders... Geld. Geld. Ja. Geld. Ah, ja, ist Geld, das anstelle einer Parkuhr? Karikett. Ja, so dämlich war das nicht, Herr Walter. Ja, das ist Fußgängerzone im Marktplatz. Okay, Fußgängerzone. Was karitative Fußgänger. Zwecke. Zur Renovierung, nein. Zu karitative Zwecke für Armenspeisung. Sei zum Beispiel. Für die Bremer Tafel. Ukraine. Zum Beispiel. Für Werder Bremen. Für Werder Bremen, ja. Ja, das ist richtig, ja. Also karikativ. Wo befindet sich das Loch denn? Wenn ich das noch weiß, dann... Vom Bremer Landtag. Ja, dann genau. Ja. Aber wo da? Da, wo die Politiker vorbei müssen, wenn sie zur Arbeit gehen. Also hier ist das Rathaus. Ja. Da ist der Landtag. Ja. Schütting ist hier. Ja. Da ist diese Gaststätte, auf der steht Gedenke der Brüder und Schwestern, die das Schicksal unserer Trennung tragen. Ja. Wo ist der Schleckermarkt? Hier ist der Roland. Hier ist der Roland. Ja. Da ist der Dom. Wenn man jetzt hier um die Ecke geht, dann sieht man unsere lieben Frauen. Und wenn man sich jetzt aber neben dem Roland steht, wieder umwendet, dann fällt man ins Loch rein, wenn man nicht aufpasst.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Herr Balder da eine Zeichnung auf seinem Kerzen hat. Nein, das muss ja schon irgendwie ein Platz sein, wo Leute vorbei müssen. Wo könnte das denn sein, das Loch installiert jetzt? Vor der Toilette. Vom Finanz. Also wenn das vorm Landtag ist, da ist... Straßenbahn geht da links dran vorbei. Ja, aber wie sieht denn das aus? Beschreib doch mal. Also, das ist folgendermaßen. Da ist erstmal nichts und dann ist da was drumrum. Naja. Ich sag mal so. Ist das so ein... Also wenn das jetzt ein richtig großes Loch wäre, ich sag mal, für die Stadt Bremen ist das jetzt nur so eine mittelgute PR, wenn sich pro Tag 5 bis 7 Touristen das Genick brechen. Deswegen schätze ich mal, dass es wirklich nur so groß ist, dass man da, das würde erreichen, dass man da Geldscheine und Münzen... Richtig, ist es auch nur. Winziges, kleines Loch am Aufgang zum, wie heißt das da, Senat? Landtag. Nein. Ist da nicht so ein alter Roland auch in Bremen? Vielleicht ist das einfach so ein Loch vom Finanzamt, wo man, wenn einen die Steuerlast plagt, dass man sagt, oh, ich habe die Steuer beschissen, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und kann da anonym sein Geld reinschmeißen, sein Gewissen erleichtern und muss trotzdem der Steuer nichts verraten. Das passiert bestimmt ganz oft. Wenn das so ist, ziehe ich sofort nach Bremen. Ja. Genau. Das ist da bin ich sofort da. Das gibt ja nur den Roland zu Bremer Stadtmusik. Ist vielleicht eine Kirche? Wir gehen mal. Wir haben ja schon gesagt, ich kann es so nur nicht gelten lassen. Das befindet sich im Hintern von diesem Roland. Im Hintern? Die muss man aber immer erst nach vorne klappen. Ja. So ein Zäpfchen. Also so kann sich das nicht gelten lassen. Ihr seid ja nah dran, aber das reicht mir alles noch nicht. Ja. Ah, Bremen hat keine Kirchensteuer. Stattdessen schiebt man immer Geldscheine da unten rein. Also, es ist ja für Obdachlose. Also für soziale Zwecke. Ist da vielleicht irgendeine religiöse... Also ist ja eine Kirche? Ja, ein Heiligenschein. Ja, der Dom. So, ja. Vom Dom. Richtige Antwort. Nein. Es muss ja irgendwie originell verpackt sein, dieses Loch. Aber wie? Es ist, was heißt originell verpackt? Das ist ein Kasten halt. Eine Litfaßsäule. Fällt vielleicht gar nicht so auf, wenn man es nicht so weiß. Vielleicht steht ja auch ein Schild irgendwo. Steht da ein Schild irgendwo? Weiß ich nicht. Wie eine Babyklappe, so halt dezent. Was gibt es denn noch so? Mülleimer, Briefkästen. Fahrradständer. Eine Tonne, Gullideckel. Ah, es ist ein Gullideckel. Es ist ein Gullideckelförmiges, Ein Loch im Boden, also genau. Ein Loch im Boden mit einem Gullideckel drauf, wo man etwas reinwerfen kann. Für soziale Zwecke. So genau, soziale Zwecke. Lass es so gelten. Ja, geht doch. Eingelassene überdimensionale Sparbüchse. Deckel sieht aus wie ein Gullideckel. Hat einen Schlitz oben, durch den Münzen und Geldscheine gesteckt werden können. Gelder für soziale Zwecke, haben wir schon gesagt. Clou ist es, bei jeder Spende, egal ob Münze oder Schein, ertönt eine der 4 Stimmen der Bremer Stadtmusikanten. Also immer, wenn man da was reinwirft, dann fängt der Esel an zu wiehern. Und der Hahn an zu krähen, der Hund zu bellen und die Katze zu miauen, falls Sie sich mehr erinnern, Herr Balder. Dass ich es nicht verstehe, warum Gullideckel, also es ist eine Art Spardose, die ist aber in der Straße. Es ist auf dem Marktplatz vor dem Landtag in der Straße im Augenboden eingelassen. Es ist ein richtiger Gullideckel, ein großer. Okay. Da steht dann auch, glaube ich, drauf, irgendwas mit der Spardose. Denken die Leute, da sind irgendwelche Gullideckel. Wahrscheinlich. Also drumherum sind auch noch Öffnungen fürs Regenwasser, die ganz normal abfließen können. Und in der Mitte ist dann so ein Schlitz. Und dann kann man dann, ich weiß nicht, wie oft der geleert wird, der müsste an sich aber ja jeden Tag leeren. Ist das nicht auch gefährlich, so ein Gulli? Für den Gullideckel sehr. Ja, aber nicht, dass da auch die Männer rein urinieren und solche... Männer machen ich habe noch Frauen. Ich habe noch nie einen Gullideckel auch. Urinieren. Aber nicht den Gullideckel! Doch. Aber ich kann nicht sehen. Eine kleine Frage zum Schluss. Habt ihr was gewusst heute? Zwei Dinge. Den Gullideckel. Und das Astronautenständchen. Ja, stimmt. An den Gullideckel erinnere ich mich dunkel. Wann war das? Und ich freue mich, dass Bernhard Hoeker ohne Titan... Das Schöne ist ja, ich habe mir überlegt, ob man das so macht, dass man die abends wieder reinsetzt, so wie so dritte Zähne.
Ja, meine Damen und Herren, falls Sie jetzt erst zuschalten, möchte ich Ihnen zwei Sachen sagen. Erstens, das ist die Titanplatte von Herrn Holker, die hat er am Schlüsselbein. Zweitens, Sie sind viel zu spät, wir hören jetzt auf. Es hat gar keinen Zweck. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Das war genial. Daneben Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.